So, jetzt will ich eine weitere Aufgabe rechnen und zwar nehmen wir 8.085 mal 9. Und wie gesagt, es ist egal, wie rum du schreibst, ob du die große oder die kleinere Zahl zuerst schreibst. Ich finde es ein bisschen leichter, wenn man die kleinere Zahl auf der rechten Seite hat, so wie jetzt, aber ihr könnt es auch jederzeit umtauschen und die Reihenfolge ändern, wie ihr wollt. Wir rechnen es jetzt einfach mal so. Wir fangen wie immer ganz rechts unter der rechten Stelle an und gehen dann von rechts nach links. Zuerst 9 mal 5 und 9 mal 5 ist 45. Schreiben wir die 5 schon mal hin und merken uns die 4 hier. Dann gehen wir weiter. Eins weiter nach links. 9 mal 8. 9 mal 8 ist 72. Da steht schon eine 4. Die addiere ich, die zähle ich hinzu. Also 72 plus 4 ist 76. Die 6 schreiben wir hin. Die 7 merken wir uns wieder. Nächste Stelle ist 9 mal 0. Ja, 9 mal 0 ist 0. Da steht aber schon 7. Das heißt, wir schreiben hier 0 plus 7 hin. Das ist eine 7. Und zum Schluss noch 9 mal 8. 9 mal 8 hatten wir vorhin schon mal gerechnet. Das ist 72. Und die kann ich jetzt einfach davor schreiben. Und schon haben wir auch unser Ergebnis. Also 8.085 mal 9 sind 72.756. Okay, machen wir einfach gleich die nächste. Und zwar rechnen wir jetzt 7 mal 5.369. Wollte ich schreiben, nicht 96? Nee, 96, so, sorry, vertauscht. Alles klar. So, und jetzt haben wir, wie gesagt, eine Aufgabe, da ist es mal andersrum. Da haben wir jetzt die kleinere Zahl auf der linken Seite und die größere Zahl auf der rechten Seite. Geht aber ganz genauso. Wir fangen wieder ganz rechts an und rechnen 6 mal 7 zuerst. Und 6 mal 7 ist 42 und schreiben es auch wieder von ganz rechts angefangen auf. Also 6 mal 7 ist 42. Schreiben wir die 2 hin und merken uns die 4. Und ich markiere das auch nochmal so farblich. So, und jetzt gehen wir eins weiter links zur 10er Stelle, zur 9. 9 mal 7. 9 mal 7 ist 63. Da steht schon eine 4, also 63 plus 4 ist 67. Schreiben wir die 7 hin. Die 6 merken wir uns wieder. Die nächste, eins rüberrutschen. 3 mal 7, ja, 3 mal 7 ist 21. Und da steht schon eine 6, also 21 plus 6 ist 27. Schreibe ich wieder die 7 hin und merke mir die 2. Und zum Schluss noch, welche Farbe nehmen wir denn jetzt? Gelb haben wir noch nicht. 5 mal 7. 5 mal 7 ist 35. Da steht schon eine 2. 35 plus 2 ist 37. Und die kann ich jetzt auch hinschreiben, weil ich fertig bin. Das heißt, 7 mal 5.396 ergibt 37.772.